Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Deadzeit. Hier geht's weiter und zwar befinden wir uns bei meiner neuen Base. Ich mach mal ein Kärtchen auf. Hier, wir sind hier unten im Sektor. Da habe ich mich jetzt hin platziert, weil hier hinten war ja die erste Basis. Die steht da auch noch. Nur da ist halt so schräg. Ne? Und jetzt wollte ich mal gucken, so einen Bauplatz suchen. Am Wasser direkt, weil die Fahrzeuge, die wir im Spiel haben, sind ja Boote. Wir haben ja zwei Stück, ne? Damit man dann gleich immer zur Base fahren kann, halt deswegen, ne? Basis hier. So sieht es von außen aus. Ich habe das jetzt mal extra so gebaut, damit wir das halt sehen können, wie groß dieser Bauradius halt ist. Ne? Also man hat dann so als Bauzone so einen Kreis hier. Na, also vielleicht kann man das ja so ein bisschen einschätzen. Ich kann jetzt ja nicht fliegen irgendwie und das von oben zeigen. Das fehlt ja noch so ein bisschen, ne? Dass ich hier fliegen könnte, theoretisch. Dann könnte ich auch mal zeigen, wie die anderen Spieler bauen und spielen. Aber ich glaube, das geht hier irgendwie nicht, ne? Ja gut, hier habe ich ein kleines... Ja, ein Baufehler, weiß ich, kann man so nicht sagen, ne? Ich habe am Rande des Baukreises gebaut, um zu zeigen, wie groß die Basis werden kann, die man halt baut, ne? Und dann passte das aber nicht. Da war so hier so ein Meter Lücke, ne? Dann habe ich eine zweite Wand einfach da so hingeklatscht, hier so. Ne? Sonst wäre das halt dementsprechend, da so offen, ne? Man kann ja ein bisschen kleiner dann den Kreis bauen, aber ich... will ja extra hier zeigen für die Spieler und hier die Leute, die sich vielleicht überlegen, das Spiel zu holen zum Beispiel, dann, dass man das so sieht, wie groß hier so eine Bauzone ist, ne? So. Ja, ich habe am Wasser gebaut wegen den Booten. Boote gibt es zwei Stück hier in dem Spiel. Sumpfboot und so ein Schlauchboot. Das Schlauchboot ist halt ein bisschen schneller, aber das Sumpfboot kannst du reparieren. Beide haben Kofferräume. Das Problem bei dem Spiel ist halt, dass es, ja, ein bisschen schnelllebig halt so, ne? Also das ist irgendwie... gezielt für ganz viele Spieler, die PvP machen, sage ich mal. Ne? Weil, wenn man das jetzt so sieht, das Boot ist ja weg, was ich hatte. Und das ist jedes Mal immer wieder weg. Ne? Also, wenn ich morgens einlogge oder halt nächsten Tag halt, dann ist das Boot halt weg, was man hatte. Ne? Weil da laufen immer Timer drauf. Ne? Man darf die Boote genauso wie die Basis nicht lange allein lassen. Die Basis habe ich hochgestellt von 7 Tage auf 15 Tage. Ne? Das heißt, wenn du 15 Tage nicht spielst, dann verschwindet deine Basis. Oder bei den Booten ist das viel zu extrem, viel zu schnell. Vielleicht haben die gedacht, wenn da 100 Spieler drauf sind auf dem Server, na, dass da dann 10 Boote quasi... Ja, die müssen, dass damit jeder mal ein Boot irgendwie findet oder so. Deswegen muss man da immer hart, also die Boote immer ein bisschen drauf aufpassen oder umkämpfen vielleicht. Na, man kann ja auch ein Schloss reinmachen, aber selbst wenn du ein Schloss ins Boot reinmachst, dann... hast du auch nur einen 30-Minuten-Timer oder so, wenn du dann vom Boot wegläufst. Na, wenn du in der Nähe vom Boot bist, dann... läuft der Timer nicht los, aber wenn du dann irgendwann ausloggst oder weit auf der Karte einfach weggehst, ein Event machst oder was weiß ich was, dann fangen die Timer an und dann die Fahrzeuge, die Boote verschwinden dann halt. Das ist ein bisschen komisch, da muss man sich halt alles dran gewöhnen. Genauso anders, sage ich mal, ist auch das Bausystem. Ich wollte auch hier ein bisschen zeigen, wie man so bauen kann. Ich habe im Livestream gestern schon mal angefangen. So viel Platz haben die Spieler zum Bauen. Du kannst nur eine Basis bauen. Hier in der Mitte ist das Schildchen. Das ist deine Flagge halt, deine Gebiets Besetzung. Tore gibt es zwei Stück zum Beispiel. Dies hier ist ohne Schloss. Und das vorne an der Tür, das hat ein Schloss. Kostet, glaube ich, 80.000 ein Schloss beim Händler. Und die Basistore und so, das macht ja Sinn. Ne? Bloß bei den Fahrzeugen ist ein bisschen, da sind die Timer und sowas, da ist ein bisschen extrem halt. Ne? Ich wollte mal heute im Video ein bisschen mit euch weiterklödern hier. Und man sieht schon, also ich versuche ja auch ein halbwegs normales Haus zu bauen, aber das ist gar nicht mal so einfach, ne? Und obwohl ich gestern ein paar Stunden geklötert habe quasi, ist mir das immer noch nicht so ganz, ja, weiß ich noch nicht, gegeben, dass ich dieses Bausystem 100% beherrsche irgendwie. Objekt ist blockiert hier, ich versuche gerade diese Plattform hier wegzunehmen. Das ist auch schon komisch, dass ich die jetzt nicht wegnehmen kann. Also ich wollte ja eigentlich ein Häuschen bauen, guck mal, so ist das jetzt. Hier habe ich einen Würfel jetzt gebaut. Jetzt will ich hier eine Treppe hochbauen. Da einfach, ne? Macht ja Sinn. Du machst ja aus deinem Würfel hier, ne? Kannst du jetzt, wenn ich Shift drücke, die Maustasten, dann kannst du hoch und runter machen. Der klappt es aber auch automatisch ran, ne? Der klappt, Kali klappt es automatisch ran. Da, guck mal, wenn ich da jetzt hingehe, der klappt da irgendwie die Leiter jetzt automatisch, aber die ist außen. Ja, die ist da außen und hier drinnen müsste das auch noch irgendwie klappen. Aber ich will ja nicht da, sondern ich will hier. Und das ist halt, guck mal, manchmal ist es halt ein bisschen komisch, ne? Mit den...
Wieso macht ihr jetzt ohne Probleme außen die Leiter ran, aber halt nicht drinne? Wisst ihr, wie ich meine? Und das sind so kleine Sachen, das ralle ich alles noch nicht. So. Also ehrlich, ich versuche mir ja schon Mühe zu geben hier, Bauexperte zu werden, aber es ist nicht leicht. Ja, und jetzt baue ich halt so und versuche da irgendwie das Beste draus zu machen. Ja. So, Shift und dann da so hoch, da können wir dann hier so zumachen. Sei denn, wir machen da noch ein, dass wir da einen Aufgang machen vielleicht, ne? Ups, man muss ja auch rankommen können. Ja, so viele Blueprints kann man nicht setzen. Ich glaube, 2, 3 Stück, glaube ich, maximal. Probieren wir gleich mal aus. Was sagt er da? So, das sind jetzt 3. Und jetzt meckert er. Also 3 Stück kannst du setzen. Die musst du aber fertig bauen, ansonsten kannst du keine neuen setzen, ne? Ja, ist nicht einfach hier die Häuser zu bauen. Das ist ja auch so hoch hier, so eine Klöder-Ding. Ne? Also das funktioniert im Grunde genommen so. Du baust so ein leeres Gerüst hier mit diesen ganzen Stützen und denen kannst du die voll machen. Ne? Ihr seht ja gerade das Vollmachen, was mache ich ja jetzt gerade. Irgendwie so funktioniert das. Ja, ich will immer hochspringen eigentlich nur, aber der babbelt sich direkt dann hoch. Irgendwie so funktioniert das. Ups. So, also man muss hier dann auf den Gerüsten gehen und da gibt es ja... Ja, das ist ein kleines Viereck und dann sind das hier die großen Vierecke. Steht da ja auch immer in der Mitte hier, ne? Die Öffnungen, das sind diese hier. Da von allen Seiten kannst du jetzt hier offen, also reingehen. Das wäre eigentlich theoretisch dann ein Boden, ne? Vom Logischen her. Das ist diese Plattform hier, so sieht sie aus. Ich kann da reingehen. Und du kannst dann auch leider nichts hier jetzt vormachen. Seht ihr das? Also da so in eine Ecke reinbatschen, ne? Bei manchen Spielen würde das jetzt einfach ranklackern. Das funktioniert hier so nicht, ne? Seht ihr das? Der babbelt dann auch automatisch irgendwann, wenn du da so in die Nähe rankommst, babbelt der automatisch ran. So ist das Ding zum Beispiel gut als, ja, als Boden, quasi als Grundfundament, kann man sagen. Man könnte es auch als, Garage dann gleichzeitig nehmen, wenn wir Autos hätten, ne? Aber, liebe Freunde, wir haben ja noch gar keine Autos. So, und dessen die nächste Frage ist, wie komme ich denn da jetzt rein, ne? Theoretisch müsste doch hier irgendwie jetzt eine Leiter und... Dieses Modul muss im Rahmen befestigt werden. Ja, das sind doch Rahmen. Und da verstehe ich manchmal nicht, was willst du denn von mir, Spiel? Was willst du denn von mir, verdammte Scheiße? Ihr seid alle herzlich eingeladen, bei mir auf dem Server zu spielen. Der ist im Moment Free-to-Play. Das heißt, der hat kein Passwort oder sowas. Ne? Ihr habt da braucht keine irgendwelche Voraussetzungen oder sowas. Ja, das ist halt eingestellt so, dass es halt... guck mal, hier babbelt der ohne Probleme ran, ne? Ist halt so eingestellt, dass wir PvE hier machen. So, guck mal, jetzt babbelt er hier aber nicht ran, ne? Und da drüben, das ist ein anderer Würfel. Das hier ist ein anderer Würfel. Deswegen hat er ja auch die Mauern da unten, ne? Also quasi kann ich das Ding eigentlich nur als Brücke verwenden. Versteht ihr, wie ich meine? Weil ich... Das kann ja nicht so richtig sein, so wie ich jetzt hier, dass das der Eingang ist. Das ist ein Schweinehaus dann. Wir wollen doch kein Schweinehaus, Leute. Ich wollte schon mit euch gemeinsam vernünftige Symptome hier einklinken lassen. Also das ist einfach nur... Das ist ein Viereck... Das müsste ganz auf Erde liegen eigentlich, ne? Das Ding müsste normalerweise ganz unten liegen. Ja, aber da meckert der manchmal auch. Also es ist manchmal komisch. Ihr müsst das, wie gesagt, einfach mal selber probieren. Vielleicht gibt es ja bei euch unter euch hier so einen Bauprofi. Das heißt, ich nehme eigentlich immer diese dann hier. Mit Dinger kannst du ja am meisten machen, ne? Guck mal, da klappt es ja zum Gehen, der Limit. Wir wollen ihn aber dahin haben. Ich muss mal hier kurz gucken. Habe ich hier noch ein bisschen Platz? So. Ja, also ihr seht das, das geht denn da rein, da hoch, da runter, da hoch. Also so ein bisschen komisch. Alles crazy shit hier. Und hier wollte ich eigentlich noch so ein anderes Ding machen. Das können wir machen das einfach mal, Leute. Bleibt mal ganz locker jetzt hier. Atmet mal schön durch den Schlüpper. Das hier ist nämlich ein Element, da kannst du auch rund bauen, ne? Aber das ist manchmal schwierig zu sehen. Also für mich ist das manchmal schwierig zu sehen. Für jetzt ist er richtig rangebabbelt.
Müsste aber eigentlich höher, ne? Oder? Nee, das funktioniert so nicht. Der muss da unten gebabbelt werden. Babbel? Ja. So, dann babbeln wir nochmal. Okay, den hat er direkt dran gebabbelt. Guck mal hier. So, das sind dann runde Ecken. Geil, ne? Da gibt es auch dann die entsprechenden Dachplattformen hier. So. Man muss aber immer noch ein bisschen hoch und runter machen, ne? Bei eigentlich allen Dingern, die du baust, musst du immer vorher noch hoch und runter machen, sonst ist es grundsätzlich rot, ne? Also ich will jetzt eine Kiste machen. Wieso ist denn die rot, Leute? Ja, du musst sie einfach ein Stückchen runtersetzen. Seht ihr das? Kannst ja mit Shift drücken und dann Maus, mit dem Maustasten hoch und runter. Also der babbelt das leider nicht direkt da so dran, sondern man muss immer auch bei den Plattformen und so ein bisschen hoch und runter machen, ne? Liebe Leute, ihr seht selbst, wir sind hier eiskalt am Survivalen. Und wenn man ein bisschen näher kommt, dann babbelt er sich automatisch daran. Man braucht zum Bauen eigentlich nur diese Nägel hier. Ich mache mal eben kurz auf. Hier diese Näglis und die Baumstämmlis. Und dann kann man da schon ein bisschen was bauen. Ich habe das so gemacht, ich habe einen Baum da drüben. Sondern wir die Axt, die braucht ihr natürlich auch. Den Bauhammer hier oben braucht ihr auch, sonst kann man nichts machen. Und ich habe einen Baum eingezäunt. Hier seht ihr, damit der, damit ich hier immer schön hacken kann. Und ich mache das so, ich lege mir immer die Creme auf die Maustaste 1. Ja, weil du brauchst ja jetzt nur die Maustaste 1 festklemmen. Und dann kannst du erstmal einen Kaffee machen oder auf Toilette gehen oder sowas. In der Zeit hackt dein Charakter dann Holz, denn die Bäume, die sind hier unendlich. Der geht nicht kaputt, der Baum, der gibt unendlich Holz. Total geil, ne? So, dass ich einen Baum extra in der Basis habe, damit ich quasi unendlich Holz in der Basis habe, ne? Zum in Ruhe bauen. Da brauche ich nicht mal rauslaufen und sowas, ne? Ja, Leute, von Olli konnte ich ja fast lernen hier, ihr seht selbst. Und da unten ploppt dann mal auf, wann ich halt so ein Stückchen Holz kriege. Also nicht jeder Schlag gibt ein Holz, sondern jeder zweite oder jeder dritte Schlag oder so gibt ein bisschen Holz. Ich mache das immer so zum Akklimatisieren quasi. Na, zum mich mal eben kurz ausruhen oder sowas. Oder hier. Was auch immer. Man da mal eben kurz dann machen kann in Real Life halt. Ne? Guck mal, wir haben auch langsam Hunger wieder. Hier habe ich noch ein bisschen trinken. Naja, seien wir mal ehrlich, in so einer Uniform mit Panzerplatte und sowas, Bäume zu hacken, ne, und dann hier so ein Haus bauen, ist ein bisschen crazy shit, ne? Es ist ein bisschen crazy shit, Leute. Ich weiß jetzt auch, kann ich euch nicht sagen, ob das irgendwie Einfluss auf den Charakter nimmt. Bei manchen Spielen ist das ja so, dass du dann quasi schwitzt und dann musst du mehr trinken und so. Ich weiß es hier bei dem Spiel noch nicht, Leute. Keine Ahnung. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch da auskennt. Ob das Sinn macht, dass ich mich ausziehe beim Bauen. Damit ich dann weniger Hunger und Durst kriege, weißt du? So, guck mal, hier sind wir schon wieder in meinem Kellerchen. Haben wir noch hier, da haben wir noch ein bisschen Happa Happa. So, ne, komm mal her hier, du. Frühstückspause, auf dem Bau ist das halt manchmal so, ne, direkt durch den Schweißhelm. Das machen die auf dem Bau auch immer so. Da wird das Schnitzel dann direkt püriert. Und kann ohne Strohhalm quasi eingeschnüffelt werden. So, und dann gehen die Werte langsam hoch, wunderbar. So, dass ich mich wieder vernünftig aufs Bauen konzentrieren kann. Und brauche keine Angst haben, dass mein Charakter hier zugrunde geht. Denn wenn du verhungerst oder so, dann kriegt ihr natürlich Damage irgendwo, ne? So, habe ich hier mein Bett überhaupt schon aufgebaut? Muss gleich mal gucken. Betten kann man bis zu 5 Stück ja machen, nicht wahr? So, mal kurz auf die Karte gucken. Hier ist Häuschen. Ja, ich habe hier irgendwo so einen Sack, habe ich hingelegt. Ne? Okay, do, Kili. So, Appa zurück in den Kühlschrank. Nägel nehmen wir nochmal mit. Ja, hier habe ich irgendwie so einen Kellergeschoss jetzt. Ihr seht das hier, guckt. So, man kann also diese Treppen auch drinnen so bauen, ne? Mit diesem Gerüst hier, das ist das teuerste Gerüst. Das bietet dir sämtliche Möglichkeiten. Du kannst hier die Dinger zumachen. Du kannst hier diese Plattform machen. Muss man kurz gucken, ob ich hier so einen Zwischenraum reinbrettern kann. Guck mal, da bockt er jetzt. Obwohl das eigentlich unverständlich ist, meiner Meinung nach. Ne? Wieso der da jetzt zum Beispiel nicht ranbabbeln würde. Na, hier so einfach. Das geht zum Beispiel nicht. Dafür aber halt da oben die Decke dann halt. Ne? Also vielleicht sehen die das halt als Lebensraum, dieses hier. Aber ist trotzdem komisch. Man, warum soll man einen Spieler nicht so bauen dürfen, wie er will, ne? Das fand ich ganz gut, dass ich das mit den Treppen hier so hingekriegt habe. Ja. So, machen wir weiter zumachen hier den Schweineladen.
Babs. Wo ist meine Maus? Da oben. Babs. Spring. So. Dann mal kurz rankommen hier. So, die muss man erwischen, diese Blueprints, sonst geht das natürlich nicht. Ich kann auch Fenster einbauen, aber da oben kann ich jetzt eh nicht reingucken. Oder rausgucken, oder wie auch immer. Ja, jetzt babbelt er sich wieder hoch. Dann springe ich immer runter und drück schnell zum Fertigbauen. Dächer müssen wir auch noch machen. Ja, man könnte hier vielleicht ein Fenster machen, ne? Hier stehe ich ja. Das hier zum Beispiel. Na. Genau. Fensterino, warte mal, das können wir mal wegmachen. Du brauchst einmal G drücken und dann geht das automatisch. Dauert bloß ein bisschen länger. So reißt man denn wieder Gegenstände ab. Und du kannst auch nicht unten das Fundament abreißen und dann fällt der Turm zusammen oder so. Du musst von oben, jedes Ding musst du einzeln abbauen, damit das denn geht, ne? Die Mats, die liegen dann hier unten. Die liegen dann auf dem Boden, musst du einsammeln. So, und wir machen hier noch ein Fenster rein, weil das ist ja quasi diese Brücke, die in der Luft ist, so, ne, irgendwie, also, ne? Ja, keine Ahnung, was ich hier mache. Das sind alles Designerhäuser hier. Also einfach LP Schmiede eingeben, bei der Serversuche hier. Dann findet ihr den Server und dann könnt ihr selber mal versuchen, was zu bauen. Ich würde mir das dann auf jeden Fall angucken, wie schön ihr bauen könnt. Aber halt nicht einfach nur ein Viereck oder irgendwie sowas, sondern auch mal ein bisschen was ausreizt an dem Bausystem. Zum Beispiel hier, man kann ja auch hier diese runden Ecken, deswegen habe ich es ja jetzt gerade gezeigt, man kann hier auch diese runden Ecken machen. Meine Güte. So, zum Weiterbauen kannst du jetzt gar nichts mehr machen, du brauchst jetzt die nächste runde Ecke. Ja, Maustaste dreht. Ups, guck mal, bis er das richtig reingebabbelt hat. Ja, auch. Ja, mit der Maustaste drehen und Shift-Maustaste machst du hoch und runter. Das steht aber auch oben links immer, was du da für Symptome einklickern kannst, ne? So, und dann kannst du halt, ja, so zumachen. Ja, warum sollte ich jetzt ein Fenster machen? Du kannst auch Fenster machen, aber weiß nicht. Macht ja jetzt so, bei mir jetzt hier so, man kann auch so ein Halbdings machen, ne? Aber das würde ich dann eher oben machen, halt als Balkon oder sowas, ja. Hier unten würde ich immer alles zumachen. Da sollen die ganzen anderen Spieler und sowas, die sollen ja gar nicht hier rankommen oder reingucken können oder so sehe ich das zumindest. Dass das hier alles safe sein muss. Jetzt weiß ich aber selber, wie gesagt, noch nicht, was ich hier mache. Das ist immer das Schöne am Bauen. Man fängt einfach an, ne, und irgendwann steht da irgendein Klotz dann. Ja, und so baut man dann hier. Und survivalt, was das Zeug hält, ne. So, Babs, wir spielen ja wie gesagt PvE. Das heißt, ich werde hier nicht gestört durch irgendwelche dreisten Spieler, die mich hier traktieren wollen oder sowas. Das ist ganz angenehm. So, lass mal sehen. Habe ich noch irgendwo ein bisschen Holz oder sowas? Das ist gar nichts mehr, ne? Kein Holz. Ups. So, jetzt machen wir wieder so, hack, hack, hack. Ich würde jetzt die Maus einklemmen. Und dann, ja, warten, bis meine ganzen Taschen voll sind. Vorher mache ich die Taschen leer. Warte mal, ihr seht das selber. Ich habe hier die Munition und sowas. Ich habe alles rausgepackt hier, damit wir komplett quasi die Tasche voll kriegen mit Holz. Sonst muss man immer so oft hin und her laufen. Und das stört dann immer diesen Denkzyklus, wenn ich gerade am Bauen bin, finde ich zumindest. Aber ist ja in Ordnung, wie gesagt. Der Baum ist unendlich, ne? Und das ist ja nicht einfach. Es gibt ja nichts Einfaches, als jetzt in diesem Spiel Holz hacken, in der Form, ne? Da kennen wir andere Spiele, da müsste ich immer zum neuen Baum hinlaufen, dann werden die Bäume irgendwann leer. Ja, dann kommt da nicht unendlich Zeug raus und sowas, ne? Und hier ist es ganz gut gemacht, also man kann rucki-zucki quasi an Holz kommen. So, nach getaner Arbeit geht's dann wieder weiter. Der Rucksack ist wieder voller Holz und jetzt müssen wir wieder gucken, wie wir hier weiter babbeln können. Wie gesagt, ich mache mir gerade noch ein bisschen Sorgen wegen den Eingang, ehrlich gesagt. Ich weiß ja, ich habe keine Ahnung, wie ich hier jetzt einen Eingang machen soll. Nein, da solltest du eigentlich nicht hin. Du sollst nach unten, du Lümmel.
Und das funktioniert wieder nicht, ne? Also das ist komisch. Das ist alles irgendwie komisch, ne? Oder? Das muss man echt erstmal hier alles verstehen, das Bausystem. So, jetzt will ich eine Treppe draußen haben und jetzt setzt er mir die aber drinnen. Also das ist alles verrückt. Jetzt hier, komm. So. Die ist gut. Okay, dann wissen wir nämlich so ungefähr, ne? Wie es weitergeht. Ich mache jetzt hier, das ist jetzt ohne Schloss. Ne? Du kannst auch eine mit Schloss machen. Zu Demo-Zwecken hier. Guck mal, so geht das ja noch, ne? Aber wir können ja hier, wie gesagt, gar keinen Boden reinmachen. Das ist ja merkwürdig gemacht, ne? Vielleicht mit einem. Mit so einem Ding hier nochmal. Will er auch nicht. Ein einzelnes Ding. Und da, also das ist so eine Sache, na, da könnt ihr ja mal, wie gesagt, jetzt hier selber mal probieren, wie ihr das da machen würdet an meiner Stelle. Hier können wir dicht machen, das ist gut. Da vorne machen wir jetzt unseren offiziellen Eingang irgendwie, aber... Können wir den da irgendwie ranbatschen? Ja, der würde dann funktionieren. Aber warum funktioniert der kleine und die große nicht? Das hier ist die große. Ja, und das sind so Sachen, ich verstehe es manchmal nicht. Das hier wäre noch geil, wenn das jetzt ranbabbeln würde. Los, jetzt mach das da ran, du Lümmel, du. Aber hier gehen die Großen gar nicht, ne? Ich komme hier in eine Tür rein und falle dann in dieses Loch rein. Und das würde ja theoretisch gar keinen Sinn machen, gell? Der da war's. Können wir hier unten noch? So eine Runddings machen hier. Ja, können wir. Guck mal. Junge, 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 das sind aber bautechnische Zyklen hier, die ich hier verfahren lassen muss, wa? Junge, Junge. Das fordert jeden Architekten hier. Dann können wir den eigentlich wegmachen, ne? Spare ich ein bisschen Holz noch. Und Neglis. So, das könnte dann offen bleiben. Dann müsste ich das hier so zumachen. So. Ja, hier, das ist echt merkwürdig, ne? Da weiß ich jetzt nicht, wie soll ich das denn jetzt zumachen? Mit den kleinen Plattformen vielleicht? Das sollte ja eigentlich gar kein Eingang mehr sein. Das war ja nur, das habe ich ja nur gebaut, damit ich hier bauen kann, ne? Damit ich hochkomme und so, wisst ihr. Ja, ich kann die Treppe sogar zubauen. Ist ja ulkig. Hier kann keine Plattform hin. Da muss immer ein Ende am Rahmen irgendwie sein, ne? Das ist, wahrlich verrückt. Dann würde jetzt hier ein Loch drin sein. So, guck mal. Das hier zubau, das klappt auch. Da ist hier ein Rahmen. So, das Loch hier. Das ist ja komisch Kram hier, ey. Das klappt nicht, weil es nicht am Rahmen ist, ne? Und wie willst du denn da jetzt einen Rahmen hinmachen? Also irgendwie weiß ich auch nicht. So, ich habe das mal ein bisschen jetzt weitergebaut, weil im Prinzip ist es immer das gleiche ja gewesen. Hacken und... Die Wände vollsetzen, ne? Ich habe jetzt hier den Würfel zugemacht. Da oben sind Fenster. So sieht das Monstrum jetzt aus, von hier außen. Und hier können wir theoretisch noch so ein
Türmchen bauen, ne? Guck mal, es gibt auch irgendwie Türme hier. Warte mal, hier war das. Das Ding hier. So, zum Beispiel, ne? Hier ran, kein Fenster zu machen. Zu vielleicht, ich weiß nicht. Ich kann das gerade schlecht sehen. Dass die Leiter irgendwie da so mit der anderen Leiter irgendwie agiert, so vielleicht. Oh, wir können den sogar fertigstellen direkt. So, weil, ja, damit die Leiter hier, damit das irgendwie ein bisschen Sinn macht. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß es auch nicht. Also, guck an. Und hier haben wir dann so einen kleinen Wachposten. Ich zeige euch ja nur im Video, was möglich ist, ne? Ihr könnt das natürlich auch alles in schön bauen. Wenn ihr denn besser bauen könnt als ich, ne? So, hier gibt es runde Ecken. Da kann man ja auch so ein Kreisding da machen. Guck mal, so sieht das aus. Platz genug haben wir hier. Schön, ne? Man könnte noch so diese Sandsäcke und sowas machen. Wo sind die hier? Barrikaden zum Beispiel. Hier so irgendwie dann so, dass das denn da... Was braucht der für Zeug? Hier ist der irgendwo. Diese leeren Säcke da irgendwie. Da habe ich jetzt aber nicht... Wie könnte man denn hier noch so, dann sieht das so aus wie so ein, dass man da durchfahren kann, so eine Art Checkpoint, wisst ihr? Aber es gibt ja noch gar keine Fahrzeuge, aber ein bisschen weiter gedacht, wenn es die mal geben sollte, dann könnte man hier so durchfahren, ne? Und das wäre eine Art Checkpoint, also richtig nice, ne? Aber hier ist die Tür, da gehen wir dann rein, hier links ist ja, keine Ahnung, was für ein Raum. Das hier weiß ich auch nicht, was für ein Raum werden soll oder sein soll. Hier müssen die Birne uns ducken, das ist ja auch... Nur PvP-Schutz, wenn jetzt hier Eindringlinge kommen würden, die würden dann auch erstmal festhängen, quasi. Ja. So, hier geht die Leiter hoch. Hier ist ein Wassersammler, der sammelt hoffentlich bald irgendwann fleißig mal. Dann können wir in die Eco-Perspektive gehen und hier rausballern, wenn wir denn wollten. Genauso hier auch. Schick, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie der Wassersammler funktioniert. Ich habe das Dach mal weggelassen hier. Vielleicht muss der noch offen sein. Vielleicht ist das aber auch scheißegal. Müsste ich nochmal ausprobieren. Ich baue, glaube ich, mal das Dach zu und dann checke ich mal, ob der Wassersammler Wasser sammelt. Oh, das Dach von dem Dings guckt hier. Zerlegen. Kann ich von hier zerlegen. Der guckt da ein bisschen durch, aber das ist nicht schlimm. Ja, dann kommen wir hier hin. Also, das ist ein bisschen komisch alles, ne? Die Räumlichkeiten, oder? Kommen wir hier. Dieser Raum. Dann haben wir hier diese Fallgrube, sage ich mal. Das ist ja wirklich eine Falle irgendwie quasi. Man müsste da noch was rüberlegen, ne? Vielleicht so... Durch die Kiste laufen kann man nicht. Die habe ich jetzt da hingestellt, damit ich aufs Dach komme. Hier. Aber ich muss hier das Dach auch noch zumachen. Und dann muss man da immer hinkommen. Und dann geht das nicht. Deswegen habe ich da jetzt so eine provisorische Leiter theoretisch gemacht mit der Kiste. Sonst komme ich hier irgendwie nicht hoch und sowas. Also, es ist nicht alles einfach, liebe Leute. So, dann haben wir hier das Kellerchen. Und hier haben wir dann den, weiß nicht, den Lager- und Werkraum oder sowas. Da haben wir auch keine Treppe oder sowas. Da müssen wir nochmal irgendwie andere Treppensysteme hier machen, ne? Also da mache ich hier noch eine Kiste, glaube ich, hin. So irgendwie. Habe ich noch Metalldinger irgendwo? Diese komischen Metalldinger brauche ich dafür, ne? Damit ich einfach hier schneller hochkomme irgendwie, ne? So, also leichter hochkomme oder wie auch immer. Hier sind noch Metalldinger. Also, dass ich die gar nicht als Lagerraum brauche, sondern dass ich hier einfach so ein bisschen geschmeidiger als Treppe dann die Kiste benutze. Ja, liebe Freunde, was sagt ihr zu meinem schönen Haus? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns abends im Livestream mal. Ansonsten, bis dann.